Hallo liebe Freunde, eigentlich bin ich gar kein Fan von Unboxing-Videos, aber in diesem ganz speziellen Fall wollte ich doch eine Ausnahme machen, denn es war eine wahre Freude, den Snapmaker A350 auszupacken und die einzelnen Päckchen waren so schön und vor allem auch der Inhalt war so toll, dass ich gesagt habe, hey komm, wir machen ein Unboxing-Video, da lohnt sich's wirklich mal und ich möchte auch eine ganze Serie daraus machen und da habe ich gesagt, okay, gibt ein Unboxing-Video. In diesem Fall sehen wir hier einmal den Controller, der ist dabei im Lieferumfang. Dann haben wir hier noch so ein Display und dann auch noch die Halterung. Die ganze Verarbeitung ist wirklich super und da stehen keine Kanten über, die Schrauben passen und ja, es wirkt einfach bündig einfach und das Ganze auch durchdacht. Aber das sehen wir auch noch, sehen wir später auch noch bei den ganzen anderen Teilen. Dann haben wir hier die Tool- und Accessoire-Box. Da sind zum einen zwei Brillen dabei, einmal für die CNC-Fräse, um die Augen zu schützen, und zum anderen eine Laserbrille, um natürlich auch wiederum die Augen vor den Laserstrahlen zu schützen. Ja, dann ist noch in dem Paket die Toolbox. Die fand ich wirklich sehr, sehr cool. So ein kleines Gimmick auf jeden Fall. Denn so hat man alles gebündelt zusammen. Diese ganzen Einzelteile, Schrauben und so weiter. Da kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Dann finden wir unten noch in der Box die Halterung für die CNC-Fräse, um die Werkstücke einzuspannen auf dem Tisch, damit er sich das Ganze nicht bewegt. Die sind auch sehr, sehr gut verarbeitet aus Aluminium und haben auch ihr ordentliches Gewicht. Und wie gesagt, diese Toolbox, das hat wirklich mir Spaß gemacht, das auszupacken und diese kleinen Sachen da drin zu entdecken, wie ein USB-Stick einfach oder für die CNC-Fräse. Und ja, noch Ersatzteile, Schrauben und was man noch so alles Mögliche braucht. Fand ich auf jeden Fall sehr cool mit dieser Toolbox und eine ganz nette Idee. Ja. Dann haben wir dieses Linealmodul. Davon haben wir im Paket insgesamt 5 Stück. Die sind dann für den Tisch und für den Toolkopf. Und das Ganze ist gekapselt. Und so kann auch da kein Staub oder irgendwas rein oder Dreck. Es wird ein bisschen bemängelt, dass sie ein bisschen lauter sind. Da kommt übrigens dem nächsten Nachfolger, der dann noch ein bisschen leiser ist. Aber ich sehe es als Arbeitsgerät. Und da darf das ruhig auch ein bisschen nach Arbeitsgerät klingen. Oh ja, dann kommt als nächstes gleich die Adapter und Bricks. Das wirkt so ein bisschen wie USB-Verbinder oder USB-Hubs besser gesagt, nicht USB-Verbinder. Er hat aber nichts mit USB erstmal zu tun, weil die Stecker sind ein eigenes Stecksystem vom Snapmaker. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schick gemacht und wird dann im Endeffekt auf den Tisch befestigt. So wie hier diese zwei Standfüße für das Linealmodul links und rechts. Das ist dann, glaube ich, die Z-Achse. Dann haben wir noch das 3D-Printfilament. In dem Fall ist es ein schwarzes PLA mit 1,75 mm. Und das ist schon mal im Lieferumfang enthalten und dient als erstes Starterpaket sozusagen, damit man schon mal was drucken kann. Dann kommt das Power-Modul. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice, weil es einfach vorne dekadent so eine LED-Beleuchtung drin hat. Hat zwar keinen Nutzen, außer dass man sieht, okay, das Gerät ist an, aber es sieht einfach so wahnsinnig schick aus, wenn das auf dem Arbeitsplatz steht und da leuchtet. Und es leuchtet sogar immer wieder so ein Abwechseln mit. Das fand ich schon sehr, sehr nice. Ja, ansonsten noch so ein paar Kabel, um dann natürlich das Power-Modul und die einzelnen Komponenten miteinander zu verbinden. Ist natürlich auch im Lieferumfang dabei. Dann das ganz wichtige Komponenten, die Toolheads. Da haben wir zum einen den 3D-Printer-Kopf Extruder. Dann haben wir für die CNC-Fräse und für den Laser. Bei dem Laser ist hinten so eine kleine schwarze Kunststoff Abdeckung, da dachte ich als erstes so total unwissend, okay, das ist jetzt ein Display. Ach, wie geil ist das denn? Nein, das ist kein Display. Ich kenne die Funktionen leider nicht, vielleicht kann das mal bei einer beantworten. Und ansonsten sieht man auf der Unterseite noch eine Kamera. Das ist das absolute Highlight auf jeden Fall da dran. Ja, dann die CNC-Fräse. Sehr, sehr schwer, bedingt durch den Kopf einfach, also den Motor. Da muss ja auch ein bisschen Power dahinter stecken, damit man das Werkstück bearbeiten kann. Und zu guter Letzt dann noch der 3D-Druckkopf mit dem Extruder.
Auch sehr, sehr cool gemacht. Als nächstes sehen wir hier die Werkplattform. Da sind drei Stücke im Paket enthalten. Einmal für den Laser, für den 3D-Drucker und die CNC-Fräse, sowie noch hier diverses Arbeitsmaterial, um einfach schon mal direkt loslegen zu können, wie ein bisschen Acrylglas oder auch ein bisschen Sperrholz, damit man einfach schon was zum Arbeiten hat. Aber mein Tipp ist einfach, geht in den Baumarkt und besorgt euch schon mal fleißig Reste oder Materialien. Da kriegt man mehr als genug. Ja, darüber hinaus sind noch so zwei Kärtchen dabei. Das ist für den Extruder zum Abstand messen. Man kann aber auch ein Blatt Papier einfach dafür benutzen. Ja, wie gesagt, dann hier die für den 3D-Drucker. Die Heizplatte ist dabei. Die ist mit einer Magnetplatte übrigens. Und aus Aluminium dann die Oberflächen für das Lasern. Ist auch inklusive natürlich. Oh. So, dann zu guter Letzt habe ich das Ganze nochmal aufeinander gestapelt und auf den Tisch gepackt, um einfach mal zu verdeutlichen, was da einfach alles in diesem Paket drin ist und wie viel das ist. Und wie gesagt, es war wirklich eine Freude gewesen und hat richtig Spaß gemacht, das Ganze auseinanderzunehmen und auszupacken und die Sachen da drin nochmal zu entdecken. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und hat richtig Spaß gemacht. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu dem Startguide oder Handbuch, was wirklich richtig liebevoll gemacht ist und schön bebildert ist. Macht richtig Spaß, da durchzublättern und ja, die einzelnen Seiten zu entdecken. Da sind unter anderem dann aufgeführt, was alles in dem Karton zu finden ist und in den einzelnen Paketen. Und dann natürlich nochmal aufgelistet, haargenau jede Schraube und jedes Teilchen, was drin ist und welche Mengen. Und so, dass man da wirklich von A bis Z durchgeführt wird. Dann kommt noch wunderschön bebildert der Zusammenbau auf jeden Fall von den einzelnen Komponenten, was auch sehr, sehr schön gemacht ist. Das leider ist alles in Englisch gehalten, aber stellt eigentlich nicht so die große Rolle dar, da ja, wie schon hier zu sehen, wirklich alles super dargestellt ist und jede einzelne Schraube mit der Größe auch angezeigt ist. Ja, das war schon soweit zum Unboxing-Video gewesen. Ja, so ein bisschen ungeplant, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, beziehungsweise abonniert meinen Kanal und da werden noch einige weitere Snapmaker-Videos folgen. Das Ganze ist auch unterstützt von der Firma Snapmaker und vielen Dank dafür auf jeden Fall und macht mir auf jeden Fall richtig Spaß, sowas mal auszuprobieren und zu testen. Ist übrigens mein erster 3D-Drucker, also könnt ihr gespannt sein, was ich da noch so alles Neues rausbringe dafür. Also, liebe Grüße und viel Spaß. Bye bye.